Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr seht, heute sind wir mal in Forza Horizon 5 unterwegs, im neuen Forza Horizon halt. Und ja, wir haben ja schon lange nicht mehr uns gehört, seit der Battlefield 5 Beta, Battlefield 5, Digga, ich bin auch voll durch. Ich sage immer statt Battlefield 2042 Battlefield 5, aber es liegt auch daran, dass Battlefield 5 momentan eigentlich immer noch am aktiv zocken bin. Ja, auf jeden Fall, wir sind heute mal in Forza Horizon 5 am Start, fahren heute ein bisschen Rennen mal zur Abwechslung und ja, wie ihr seht, wir sind heute am Start, ein bisschen auf der Straße am Cruisen, nicht auf Offroad und ja, Schwierigkeitsgrad muss ich noch ändern, da habe ich nämlich eben, ja, den musste ich eben ändern, ich habe ein Rennen gefahren, Real Talk, das ging absolut gar nicht. Also ich habe es mit aufgepimpten Karren versucht. Also die Autos, die waren wirklich auf maximal, was gerade ging. Ich bin nicht hinterhergekommen. Also ja, ich weiß nicht, was die für Upgrades hatten, dass die alle auf Stufe 10 waren, obwohl es die gleichen Typen waren. Naja, auf jeden Fall. Ja, wir gehen jetzt rein, starten mal diese Veranstaltung und schauen mal, wie es läuft. Vielleicht spielen wir sie nochmal oder müssen sie nochmal spielen. So. Gucken wir mal. So. Was auch so Ironie ist, Straßenrennen waren ja in meinem vorigen Forza immer allgemein verboten. Und jetzt waren sie halt wieder... Hä, was? Wo soll ich jetzt hier den Kontrollpunkt übersprungen haben? Digga, Retalk? Das kann ich nie wieder einholen, Retalk. Real Talk, das kann ich nie wieder einholen. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt über den nicht drüber gefahren werden soll, aber nein. Ja, kannst vergessen. Du kommst mit dem Auto kommst du da nicht hinterher. Da müssen wir nochmal neu reinstarten. Ja, an sich muss ich auch sagen, dass das Spiel mir wirklich auch mega gefällt. Bis auf natürlich, dass das so ein bisschen problematisch ist in Sachen ja, Rennfahren. Nein, also an sich ist wirklich cool. Die Map gefällt mir auch wirklich mega. Ist zwar nicht jetzt mein Fall, weil ich mag eher die Map von Forza Horizon 4 vom Vorgänger, aber also ich muss hier nochmal zurückspringen. Ich bin hier viel zu schnell in der Kurve. Sorry, aber das mache ich auch nicht gerne mit dem Zurückspringen. Aber ansonsten sehe ich hier kein kein Tageslicht, um das Ding hier zu gewinnen. Ja komm, fang nicht. Inch. Wie gesagt, das ist halt auch lustig. Straßenrennen waren vorher immer verboten. Jetzt ist es offizieller Bestandteil halt. Durch unseren Mexikaner hier, der das leitet. 32%. Ach, Digga. Ups, da habe ich mich verdrückt. Jawohl. Ja, ich bin zu weit runter gebremst. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, die Öffnungszeremonie bei dem ist einfach mal Burner. Auch cool, dass man das halt auch verbunden hat mit dem von Forza Horizon 4. Dass man das also quasi einen Übergang geschaffen hat, finde ich auch mega cool. Auch wenn man leider nichts mitnehmen konnte, was wieder mega schade ist. Aber naja, vielleicht beim nächsten. Ja. ...57%, wir sind noch auf dem vierten, das muss noch. Da muss noch was kommen. Da vorne ist noch eine große Kurve. Können wir noch was rausholen. Oh, das sieht gut aus. Können wir jetzt ran? Ja. Komm, geht's Gas. Los. So, das ist jetzt natürlich knapp. Oh. Ah, 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 uiuiui. Ach du Scheiße. 80% nach 20. Das Ziel rückt näher.
What the fuck, was war denn das? Ja, das können wir neu starten. Toll. So, neu starten nochmal. Ach, Mann. Was war denn das gerade eben? Das hat sich angehört, als wäre ein Seil gerissen. Läuft. Oh, ich hasse das, Alter, wenn ich auf Straßen fahren muss, wo ich noch nie gefahren bin. Das ist so der Albtraum gefühlt. Hoch 10. Aber das Einzige, was ich an Straßenrennen so absolut hasse, ist, dass dieser NPC-Verkehr, den du noch nebenbei hast, wo du halt immer ausweichen musst, ne? Das ist gerade wie gerade eben, da fehlt dir dann einfach mal so ein verdammter Scheiß Platz halt dann. Also da verlierst du einfach mal deine Stellung in der hier im Rennen gerade. Nur dadurch, dass du halt hier eben gerade eben. Jawohl, Digga. Geile Karre, Alter. Es ist halt wieder mal typisch, Alter, das Handling. Ach, Junge. Das war mal ein Bilderbuchfahrt. Und das war natürlich wieder mal zum Weggucken. So, Position 4. Das ist schon mal besser als gerade eben. Aber ich habe mich heute auch wieder mal komplett nicht... Ich kann mich heute auch wieder komplett nicht einfahren, aber das ist natürlich typisch. Es ist heute wieder so ein Tag, wo ich absolut nicht fahren kann, aber so Bock habe und auch aufnehmen will. Aber ja, es ist halt so, ne? Kann man halt dann immer nicht ändern. Dafür habe ich heute aber im Battlefield rasiert. Also ganz ernst, so was Nähkästchen mal geplaudert. Oh, jetzt muss ich kurz. Yep, so. Ganz im Ernst, aus dem Nähkästchen geplaudert mal. Also ich habe heute wieder mal abgezogen den ganzen Server, wo ich drauf war. Bester Spieler von meiner Seite. 32 Spieler, bester Spieler überhaupt. Führt die Rangliste an. Und Punkte, also Punkteliste und Killliste. Ja. Und ja, von Gegnern natürlich weit über 2000 Punkte mehr als der Beste von den Gegnern. Und auch mehr Kills als der Beste von den Gegnern. Ja. Also das konnte sich auf jeden Fall sehen lassen, ja. Die Runde wieder mal. Und es war nicht nur eine, es waren zwei, glaube ich, hintereinander. Also es war wirklich wieder mal mega geil. Aber die Runde hat man nicht immer. Vor allem, wenn man dann die Lust verliert. Ich spiele ja momentan wirklich nur Pazifikkrieg. Und da ist es dann ein bisschen entmutigend, wenn man dann auf Panzersturm oder so landet. Weil ich einfach wirklich mega Bock habe, einfach nur mich in den Dschungel zu vercampen. Einfach ein bisschen snipen oder ein bisschen MG. Auch wenn ich das nicht hinkriege, aber trotzdem, ne? So, anderes Ergebnis. Nur weil wir einmal die Straße gefahren sind, ne? Ganz anderes Ergebnis halt. Aber wie gesagt, ich hasse das, wenn man so, wie in Real Life, ich fahre ja auch selber Auto, das wie in Real Life einfach da über irgendeine Straße zu fahren, die du absolut nicht kennst und dann einfach mal denkst so, hä, wie bin ich jetzt hier gelandet? So dieses Gefühl habe ich halt in dem Game. Hey Tom, kannst du dir kurz ein paar Abenteuer ansehen? Schon wieder. Das dachte ich mir. Eieiei. So Leute, was wollen wir rein? Apex, nochmal eine Runde. Der Kolossus, den kennen wir ja noch vom letzten Mal. Ja. Machen wir mal das. Ich frag mal Alejandra, ob sie genug Fahrer findet, die einen Horizon Colossus gegen dich fahren würden. Hola, mi amigo. Das war's. Horizon Apex ist erledigt. Den Bau meine ich. Die Rennen sind nie erledigt. So. Hola, mi amigo. Triff mich in der Werkstatt. Haley hat mich angerufen. Bereit für den Kolossus? Von Straßenrennen, Rundstrecke. Könnten wir fahren, würde ich sagen, oder? Zocken wir nochmal kurz rein. 5 Runden. Und was ist das? 5 Runden. Heiter Nachmittag. Gucken wir mal rein. Ja. Auf jeden Fall, ich muss sagen, auch an sich, wie wir jetzt wahrscheinlich jetzt sehen werden nochmal, die Schönheit dieser Karte ist wirklich einfach nur atemberaubend. Also, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen rumgecruised, ein bisschen am Beach gewesen, ein bisschen so im Dschungel gewesen, bei den Inka-Ruinen.
Also ich muss sagen, es hat wirklich einfach was für sich, wenn man sich das anschaut. Ne? Also es ist einfach wirklich atemberaubend, so manche Sachen. Da denkt man sich einfach nur so, wow. Also da würde ich jetzt auch gerne mal sein, so im Real Life, ne? Alter, die Strecke, Junge, die hat's in sich. Die hat sowas von in sich. Digga, fahrt doch. Junge, oh. Da will man ja gar nicht. Sorry. Junge, er hat aber jetzt mal einen schönen Überschlag gemacht. Nein. Oh, hier wollte ich gar nicht lang. Oh, Digga, die drängen mich aber richtig ab. Ah, nein, nein, nein. Zurück. Digga, das ist unfair. Ja, ich hab's gerade eben auch gemacht, Mann. Das ist so unfair. Digga, es rächt sich sofort, ey. Ah, ui. Schlau gewesen. Und wieder dumm gewesen, Digga. Ach, das ist so lächerlich, Junge. Warum muss da auch so eine Rande. Warum muss das so eine Bande sein, ey, Digga? Das ist. Oh. Mann. Den vor mir hätte ich auch gerne, ey. Ganz im Ernst. Er legt sich hier damit direkt so auch hin. Läuft. Läuft, läuft. 5 Runden, Alter. Oh mein Gott, das ist ja der Horror, ey. Digga, es ist so zum Kotzen, die Map, Mann. Oh. Junge, es ist so nicht gemacht, Alter, für Hochgeschwindigkeit. Hä, hey, warum hat er sich jetzt abgebremst? Hat sich ja der Vorderrad so verkeilt, oder was? Digga, ey! Ey! Digga, er steht hier mitten auf der Straße, Alter, im Rückwärtsgang. Was ist sein Problem gewesen jetzt? Ich bin vor dir, Freundchen. Mensch, Alter. Das gibt's nicht. So, der Schlaue fährt dran vorbei und nicht drüber. Und der Dumme fährt natürlich drüber. Oh, 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 oh. Und oh, oh, aua. So, vierter Platz, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen reinholen. Oh, das ist so kacke zum Lenken mit dem Auto. Aber es ist auch ganz ehrlich gesagt nicht, absolut nicht mein Fall, ey, diese Offroader. Ich bin wirklich sowas von der Straßenrenntyp. Also der normale, so wirklich Straßenrennautotyp. Der nicht so gern Offroader mag. Oh mein Gott, Digga, was für ein Stunt. Oh, scheiße. Eieiei. So, hopp. Gut, noch 2 vor uns. Das können wir noch einholen. Wenn wir jetzt schlau fahren. Oh, 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 Digga, oh. Nein, oh, voll drauf gefahren. Was für ein Scheiß, ey. Alter, die Strecke, Junge. Wer hat die designt, Mann? Das ist ja wirklich eine absolute Abfuckstrecke. Die soll dich ja wirklich abfacken. Ich soll die auch zum Lachen bringen, wie gerade eben, Alter. Aber trotzdem, das ist ja kompletter Abfuck hier. Hey, ist ja schon wieder jemand in uns. Nein, oh. Alter, das war ja mal eine schöne Punktlandung. So, die 4 von 5 ist abgeschlossen. Jetzt. Jetzt geht's in die letzte. So. Abbremsen. Oh, oh. Oh. Da perfekt gefahren. So. Aber ganz im Ernst, ich liebe dieses Hochgeschwindigkeitsrasen, ne? So wie auf der gigantischen Autobahn, die ja auf der Map ist. Die ist ja noch größer als die in Großbritannien. Die zieht ja wirklich durch die gesamte Map durch, richtig. Und ist ja wirklich gigantisch. Ich bin da jetzt gefahren eben zu der einen Rennveranstaltung. Eine 6 Kilometer freie Fahrbahn. Das hat so Bock gemacht. Nur zur Info, ich war gerade festgebackt. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das jetzt gemacht, nur weil er da jetzt wieder hängen geblieben ist. Ne? Nee, nee, ich bin gerade wirklich da hängen geblieben, richtig. Da wäre ich wieder zurückgesetzt worden. Und das ist halt auch nicht so schön fürs Gameplay. Ja, auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich voll vergessen, worüber ich reden wollte. Wieder mal typisch. Miau. Und da sind wir dran. 3 Minuten 43. Ja, irgendwas hinter der Kommastelle. Ja, wie man sieht, ich spiele auch auf Xbox.
ja, auch wohlgemerkt auf höchsten Grafikeinstellungen. Merkt man wahrscheinlich im Dingsens nicht, im Video. Ja, die haben Bock, Digga, die drehen nochmal eine Runde. sag jetzt nicht, die müssen noch alle fertig fahren, Alter. Oh. Ja. Was gibt's bei euch so Neues? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Game an sich macht mega Bock. Ich bin, zwar aber nicht so ganz angetan von der Map, aber trotzdem ist die Map wirklich an sich ein Muss. Für jeden Gamer, sag ich mal so, sollte man sich schon mal die Map so ein bisschen angeguckt haben, zumindest mal auf Google oder so, mal so ein paar Bilder vom Game angeschaut. Also kann ich nur sagen, wirklich ein schönes Spiel und eine sehr schöne an sich Game-Idee auch. Und es macht ja auch wirklich Spaß, jeder Teil. Ich habe jetzt bis auf einen immer jeden Teil gespielt und es hat auch wirklich jedes Mal Spaß gemacht. Und bin wie gesagt ein großer Fan von einem Vierer eher. Aber es liegt auch daran, dass ich eher auf Street Racing stehe, anstatt auf Offroader und mehr so dieses Jungle und mehr dieses Mischmasch stehe ich nicht so weit. Sondern bin ich halt nicht. Jo. Beste Runde. 41 Sekunden nur. Werten der Blaupause kann verbessert werden. Like, siehst du, bla bla. Leute, was wollen wir gehen? Liken? Es war lustig. Also gehen wir mal auf Liken. Na, schneller gemacht als gesagt. So. Jo, die fahren sich auch mit ihren Dances. Hey, wenn ihr Superstars veranstaltet, Ford Performance. Ah ja, deswegen. So, erster Platz, Fähigkeiten, sauberes Rennen. Gut. Und ein Wheelspin hinterher. Na, das kann ich schon mal sehen lassen. Oh, 100.000 Credits. Ja, das schmeckt mal saftig. Ich habe ja auch am Anfang erstmal schön auf 1 Million Credits aufgestockt. Durch die VIP Wheelspins, die ich bekommen habe, die Dreier. Aber ich muss schon sagen, ey, das ist so verdammt cool gemacht einfach. Diese gesamte Map, alles vom Design her, vom Aussehen bis ins kleinste Detail, wieder mal, wie man es kennt, wie man es liebt bei diesen Spielen von Playground Games und so weiter. Also wirklich ein wirklich unglaublich schönes Spiel. Und wenn man sowas sieht, es war jetzt nicht ganz so cool wie in Real Life. Ne? Natürlich kann man das auch niemals so richtig hinkriegen. Aber es ist wirklich wunderschön, oder? Also der Ausblick, der kann sich sehen lassen. Da will man doch gerne mal ein Haus haben. Bei so einem Ausblick, ne? Und die Leute, die es ja kennen, sehen es schon da oben. Ist schon ein Haus. Das Haussymbol mit dem Haken drunter. Das habe ich auch bekommen. Aber Dankeschön an VIP-Status, ne? VIP. Aber, ja, wie gesagt, das Game an sich macht mega Bock und ist auch wirklich sehr schön. Und ja, ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen für Leute, die halt drauf stehen auf Rennspiel. Mir persönlich hat, wie gesagt, der Vierer besser gefallen, aber der war auch natürlich ein bisschen mehr auf eben Street ausgelegt und nicht auf Offroad. Obwohl man sagen muss, die Offroad-Variante, die war schon ordentlich, ne? Auch bei Forza Horizon 4 meine ich. Ja, und damit würde ich sagen, mal mit dieser schönen Aussicht von Mexiko verabschiede ich mich mit, in diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, denke ich mal, weil im Livestream eher nicht. Außerdem Battlefield 2042 kommt die Woche raus, diesen Freitag, für die Vorabbesteller, die natürlich ein bisschen mehr Geld aufgedrückt haben, ne? Werde ich auf jeden Fall am Start sein. Und für euch natürlich auch ein paar Videos noch hochladen, vielleicht am Sonntag. Auf jeden Fall haut da rein, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und viel Spaß natürlich mit Forza Horizon 5, wenn ihr es dann habt. Und wir hören uns dann, wie gesagt, im nächsten Video diese Woche. Ich hoffe mal, dass da noch vielleicht ein bisschen was Neues kommt in Sachen Battlefield 2042 News. Mann, Battlefield 5 Gameplay werde ich aber auch noch, da ich es gerade angesprochen habe, hochladen nochmal. Weil so geile Runden wie heute, wo ich einfach durchsupportet habe, mein Team als Sanitäter, Digga, Real Talk. Also Pro-Gamer, Sanitäter, könnt ihr mich fragen, wenn ihr einen sucht. Auf jeden Fall,
Dafür bin ich immer offen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. You are the chosen few, protectors of our world. This is your time.